Ist er der Mörder von Jutta Hoffmann? Vor fast 40 Jahren soll der 62-jährige Bensheimer einen brutalen Mord begangen haben an ihr, Jutta Hoffmann aus Lindenfels. Vergewaltigt und getötet. Neue DNA-Spuren führen Cold Case-Ermittler zum mutmaßlichen Täter. Bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, bist du beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Darmstadt dabei. Außerdem siehst du in diesem Video die Hintergründe zu dem Mordfall Jutta Hoffmann. Einem Fall, von dem man fast schon annahm, dass er ungeklärt und für immer ein Cold Case bleiben würde. Jutta Hoffmann trifft sich mit Freunden im Freibad in Lindenfels. Es ist der 29. Juni 1986. Am Abend macht sie sich auf den Weg nach Hause. Doch dort wird sie nie ankommen. Großes Polizeiaufgebot heute Morgen in Lindenfels im Odenwald. 11 Tage nach dem Verschwinden der 15-jährigen Jutta Hoffmann aus Lindenfels durchkämmten heute erneut 2 Züge Bereitschaftspolizei die Wälder rings um das Schwimmbad der Stadt. Auch ein nahegelegener Campingplatz wurde durchsucht. Alles ohne neue Hinweise auf den Verbleib des Mädchens. Ein Verbrechen schließen die Ermittler zunächst aus. Doch dann kommen Hinweise aus der Bevölkerung, die Anzeichen auf eine Gewalttat liefern. Die Ermittler fahnden nach 2 Männern. Heute beispielsweise wurde eine Belohnung von 5.000 Mark ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Erst 1,5 Jahre nach ihrem Verschwinden wird Juttas Leiche gefunden. Von einem Spaziergänger in einem Waldstück in Lindenfels. Doch die Ermittler tappen im Dunkeln. Ein Täter konnte nie ermittelt werden. Der Fall landet beim Landeskriminalamt. Dort kümmern sich sogenannte Cold Case Einheiten um ungeklärte Mordfälle. Dann die Wendung. Die Ermittlungen werden 2020 erneut aufgenommen. Der Fokus lag zuvor auf anderen Asservaten. An einem damals schon sichergestellten Spaten finden sie dann aber DNA-Spuren. Der Spaten, an dem sich die DNA-Spur des Angeklagten befunden hat, der hat sich in der Nähe des späteren Fundorts befunden, vor einer Waldhütte. Die Hinweise verdichten sich und führen die Ermittler zu ihm, dem 62-jährigen Angeklagten. Er verbirgt sein Gesicht unter seiner Kapuze. Doch vor den Taten, die ihm vorgeworfen werden, kann er sich nicht verstecken. Der Angeklagte soll die 15-jährige Jutta Hoffmann vergewaltigt und erstochen haben. Vor dem Landgericht Darmstadt beginnt heute der Prozess, der endlich Klarheit bringen soll. Die Hoffnung ist natürlich, dass man auf die Fragen, die man sich die ganzen Jahre gestellt hat, was genau ist mit Jutta an diesem Tag passiert, vielleicht doch irgendwann Antworten erhält. Weil Mord in Deutschland nicht verjährt, kann der mutmaßliche Täter auch fast 4 Jahrzehnte nach seiner Tat angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft erhebt den Vorwurf des sogenannten Verdeckungsmordes. Der Angeklagte soll Jutta getötet haben, um die Vergewaltigung an ihr zu vertuschen. Zum Tatzeitpunkt war er 25 Jahre alt. Die vergangenen Jahre hat der Angeklagte in der geschlossenen Forensik in Neustadt in Schleswig-Holstein verbracht. Im weiteren Verlauf des Prozesses wird es auch darum gehen, ob er zum Zeitpunkt der Tat voll schuldfähig war. Es ist richtig, dass die Ermittlungen in diesen alten Fällen besonders herausfordernd sind, einfach weil die Erinnerungen verwischen von Zeugen. Das ist auch ganz normal nach einer solch langen Zeit. Aber es gibt erstaunlich viele Zeugen, die noch sehr, sehr gute Erinnerungen haben an bestimmte Dinge, die dann für die Ermittler sehr wichtig sein können. Der Mord an Jutta Hoffmann, nicht der erste Cold Case in Hessen, der dank DNA-Spuren nach Jahrzehnten nochmal aufgerollt werden konnte. Sabine Steffen, eine junge Studentin, ermordet am 26. September 1989. Es ist bundesweit der erste Cold Case, der 11 Jahre nach der Tat aufgeklärt wurde. Rückblick. Am Vormittag will die 20-Jährige zur Zeichenakademie in Hanau, nimmt eine Abkürzung durch den Park. Ein verhängnisvoller Fehler, denn hier trifft sie auf ihren Mörder, der sie vergewaltigt und erschlägt. Der Fall bleibt zunächst unaufgeklärt, wird kalt, ein Cold Case. Harald Schneider ist DNA-Experte beim Landeskriminalamt. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, auch jahrzehntealte Fälle zu lösen. Das ist eine Herausforderung, das heißt, wir sagen niemals nie. Wir würden also einen Fall, wo wir vor vielleicht 5 oder 6 Jahren gesagt haben, hier macht jetzt im Augenblick keinen Sinn oder wir sehen keinen vernünftigen Ansatzpunkt. Und wir nehmen den dann nochmal auf und überlegen nochmal gemeinsam, wir machen das fast immer im Team, dass wir gemeinsam überlegen, wo könnten wir jetzt vielleicht neu angreifen? Was gibt es für neue Ideen?
Bei allen ungelösten Kapitalverbrechen werden Beweismittel und Tatortfundstücke in der Asservatenkammer sichergestellt. Auch die Kleidung von Sabine Steffen. Nach Jahren finden die Ermittler daran die DNA des Mörders. Ein damals 34-jähriger Sexualverbrecher. Er kommt ins Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Auch im Mordfall Jutta Hoffmann ist es eine alte DNA-Spur, die den entscheidenden Hinweis bringt. Was ganz Neues ist, dass wir Altfälle, die wir zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal im Jahr 2016 untersucht haben oder im Jahr 2012 untersucht haben, dass wir jetzt im Jahr 2023 wieder an diese Fälle rangehen und sehen, dass Spuren, die wir im Jahr 2016 nicht auswerten können, dass wir jetzt auswertbare Profile bekommen, die wir dann auch mit der Datenbank abgleichen können oder mit konkret Tatverdächtigen. Kein Täter könne sich mehr sicher sein, dass er nicht doch irgendwann gefasst wird. Der mutmaßliche Mörder von Jutta Hoffmann schweigt heute vor Gericht. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Kennt ihr weitere Cold Cases? Kommentiert mal unter dem Video. Du willst noch mehr News aus Hessen? Dann lass uns gern ein Abo da.